Warum quälen wir uns und alle anderen damit? Hat der Mensch die Gabe des Redens göttlicher Worte oder hat er sie nicht? Wie stellen wir das fest? Ja, zum einen, dieser Mensch lallt nicht. Der betreibt Laleo. Der redet sinnvoll. Wenn der spricht, dann macht das Sinn, was er sagt. Dieser Mensch redet klar und sinnvoll. Und das ist ganz einfach. Ja, für uns Prediger ist das enorm wichtig, dass wir uns da überprüfen lassen. Ist das, was dieser Mensch predigt, verständlich? Was hat er denn jetzt gesagt? Wir haben in vielen Gemeinden unter uns Russlanddeutschen passiert das leider schwer. Also ich kenne keine einzige, die das eingeführt hat bis jetzt. Was auch verständlich ist, weil man dann viele Prediger steinigen müsste. Ja, wir haben in vielen Gemeinden jetzt Prediger-Nachbesprechungen begonnen. Predigt-Nachbesprechungen. Das heißt, nach einer Predigt versammelt sich die Gemeinde und die Predigt wird besprochen. Ja, hat der Herr zu uns geredet? Ja, wenn er uns zu uns heute geredet hat, was müssen wir dann als Gemeinde machen? Wenn Gott heute geredet hat, was hat er denn gesagt? In der Predigt-Nachbesprechung kommt auch ganz schnell etwas raus, was der Prediger gar nicht mag. Der Herr hat heute nicht geredet. Auf einmal wird deutlich, niemand hat was zu sagen. Wenn nach meiner Predigt niemand reagiert, sie gehen alle mit gesalbten Gesichtern nach Hause. Das ist für mich fast so, als hätte jemand mir ein Glas Gift gegeben. Ja, wenn niemand reagiert. Ja, du sagst, auf Wiedersehen. Und die sagen, ja, tschüss. Wiedersehen, ja, tschüss. Aha. Oder du bist fertig mit der Predigt, die Leute gehen raus und besprechen den Kauf von dem nächsten BMW. Hast ja gar kein BMW besprochen. Du hast nichts von BMW gesagt. Warum reden die da hinten über den BMW? Ja, weil die göttlichen Worte gar nicht gesprochen wurden. Du hast Theologie vermittelt. Ist nicht angekommen. Ist nicht angekommen. Gabe des Redens göttlicher Worte ist eine sinnvolle Rede, eine Rede, die ankommt, eine Rede, die klebt, die da ist, die ist da. Zweitens, ist das eine Rede, die direkt aus Gottes Mund kommt. Das heißt, ich brauche Gottes Worte in meinem Herzen, bevor ich sie ausspreche. Für mich ein ganz großes Geschenk geworden, als ich begriffen habe, wie der Geist Gottes redet. Das habe ich vorher einfach nicht gewusst. Mir hat es keiner beigebracht. Mir hat man nur beigebracht, die Bibel schlägst du auf, da liest du, das ist Gottes Wort und das musst du verstehen. Und dann habe ich gelesen und dann habe ich das verstanden oder auch nicht verstanden. Ja, aber dass der Geist Gottes, dass Gott selbst zu mir persönlich redet und mir diese Worte zeigt. Ich habe noch nie ein Bibelwort vergessen, wo es steht, wenn Gott es mir gezeigt hat. Das habe ich noch nie vergessen. Aber ich habe schon einen Haufen Bibelworte vergessen, wo sie stehen, wenn ich sie selber gelesen habe. Aber wenn der Geist Gottes mich erwischt und sagt, jetzt lies mal nach, und ich weiß manchmal gar nicht, was da steht, und dann lese ich nach und dann trifft mich das, das vergesse ich nicht. Das vergesse ich nicht. Gabe des Redens göttlicher Worte ist die Fähigkeit, Gott zu hören, wenn er zu mir redet. Versteht ihr das? Ich rede göttliche Worte, ich rede Gottes Wort. Nicht mein Wort, es ist Gottes Wort. Es ist erstaunlich, was dir alles redet, Gott. Was Gott alles redet. Ja, wir haben ja ganz große Mühe, diese Worte zu übersetzen. Wenn ihr wüsstet, was da manchmal steht. Wirklich steht. So, Philipper 3, Vers 7. Ich halte alles. Und übersetzt Martin Luther Code. Haben wir schon für schwierig empfunden. Denn Code meint ja, naja, haben dafür ein anderes Wort heute im Deutschen. Also haben wir das übersetzt Dreck. Ich halte alles für Dreck. Steht da aber nicht. Dreck ist ja so, als hätte da ein bisschen Dreck von der Straße rüber gespritzt. Aber meint eigentlich nicht. Da steht im griechischen Original das Wort mit SCH. Die schlimmste Ausdruck, den wir überhaupt hatten in der griechischen Welt. Ein solcher Straßenausdruck, dass man sich nur noch staunen kann, dass ausgerechnet der gebraucht wird. Und wenn Paulus das geschrieben hat, da hat man im klassischen Griechisch gesagt, die Christen, die können nicht einmal eine vernünftige Sprache.
die reden Straßensprache. Oder liest man den Propheten Jesaja? Mein lieber Mann, Gott kann ganz schön saftig reden. Der redet manchmal solche Sprache, dass es uns wahrscheinlich Lust machen würde, auf ihn nicht mehr zu hören. Und wir würden in manch einer Gemeinde aufhören, auf ihn zu hören. Weil wir sagen würden, niemals kann das sein, dass sowas von Gott kommt. Kommt, steht hier. Das ist sein Wort. Nicht deine Verständnis, sein Wort. Was will Gott reden? Was will Gott jetzt sagen? Was will Gott jetzt sagen? Und du brauchst oft nur ein Wort sagen. Und das Wort ist es. Als Evangelist kenne ich das sehr gut. Ich predige dann und dann sage ich irgendwo, oft völlig unbewusst, ich sage einen Begriff. Ich nenne nur einen Namen. Ja, ich habe das gar nicht gewollt, ich habe das gar nicht so sagen wollen, aber ich sag das, weiß ich nicht warum, manchmal, weil ich mich fürchterlich über die Typen da ärgere. Dann sage ich, und dann kommen Leute zum Glauben, das war das Wort. Und deshalb möchte ich es bewusst machen. Ich möchte den Herrn fragen, was ist dein Wort? Was willst du sagen? In welcher Sprache willst du jetzt reden? Was willst du jetzt sagen? Was willst du sagen? Worte, die Gottes Worte sind. Da muss man hören können. Das erste Kriterium ist, es ist eine Rede, die sinnvoll ist und strukturiert ist. Zweitens, es ist eine Rede, die unmittelbar gehört wird, von Gott selbst kommt. Und es gibt ein drittes Kriterium. Ja, es sind Worte des Redens göttlicher Worte. Es ist ein Wort, eine Gabe des Redens göttlicher Worte. Es ist ein in der Bibel begründetes Wort. Da steht das Wort, dieses Wort ist Logos. Das Hören wird beschrieben mit einem ganz anderen Begriff im Neuen Testament. Mit einem hörenden Wort, mit Rema. Wenn Gott redet, redet er zu uns heute rematisch. Wenn Gott festlegt, dann ist das Logos. Das ist Logos. Das ist Logos. Die Heilige Schrift. Worte, die Gott einem gibt, sind von ihm kommend, aber sie sind immer begründet in der Schrift. Das heißt, jemand, der die Gabe des sinnvollen Redens der Worte Gottes hat, das ist jemand, der eine Erkenntnis des Wortes Gottes, nämlich der Schrift, besitzt. Es ist jemand, der dieses Wort über alles lieben wird. Ich sage zu meinen Predigern manchmal, so müsste es bei dir sein. Du gehst nach Hause, umarmst die Bibel und dann sagst du, lieber Herr Jesus, ich will mich bis über die Ohren in dieses Buch verlieben. Ich will mich in dieses Wort verlieben, sodass dieses Wort mich begleitet, dass dieses Wort in mein Herz spricht. Ich will nichts mehr in meinem Leben tun, das an diesem Wort vorbeigeht. Worte des Redens, Gabe des Redens göttlicher Worte hängt an einer Bibelfundierung. Das sind Menschen. Und jetzt haben wir viele Beispiele im Neuen und im Alten Testament. Wir haben wunderbare Beispiele im Neuen Testament. Wenn ihr wüsstet, wie viele Zitate allein der Römerbrief in sich hat. Das Kapitel 4 im Römerbrief ist ein alttestamentliches Zitat nach dem anderen. Einfach aneinandergereiht, wie Perlen. Ein alttestamentliches Zitat nach dem anderen. Paulus schrieb einen Brief und dieser Brief war voller Bibelzitate. Paulus redete und er redete göttliche Worte. Er sprach Gottes Worte. Er gab sie weiter. Worte, die dann trafen und Worte, die Wunderbares bewirkten. Ich möchte den Unterschied deutlich machen an diesem Vergleich. Als ich das entdeckt habe vor Jahren, war das für mich eine großartige Entdeckung. Im Vergleich von Menschen, die Gottes Wort, also die Gabe des Sprechens göttlicher Worte besitzen und Menschen, die außerhalb dieser Gabe agieren, weil der Heilige Geist in ihnen diese Gabe nicht bewirkt hat. Das ist das Kapitel 1 und Kapitel 2 in Apostelgeschichte.
In Kapitel 1 heißt es, Petrus stand auf, ergriff das Wort, legt dann zwei Bibelworte aus den Psalmen aus und sie wählen sich einen Apostel, von dem wir anschließend nichts wissen. Wir wissen nur eins, es wird nur 12 Apostel geben eines Tages und der 12. war Paulus. Also diese ganze Gemeindestunde da, diese ganze Aktion war im Grunde genommen für die Katz. So, Petrus stand auf, legte die Psalmworte aus und dann wählten sie den Ersatzapostel Matthias. Zweite Kapitel, das gleiche Szenario. Petrus steht auf, ergreift das Wort, nachdem der Geist Gottes auf die Leute, auf ihn gefallen ist. Und dann nimmt er zwei Bibelworte, wieder zwei Psalmworte, genau wie im ersten Kapitel. Er legt sie aus und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied befindet sich in diesem kleinen Stichwort. Er ergriff das Wort. Denn während im Kapitel 1 steht, er nahm Graphe, den Buchstaben, in die Hand, ist im zweiten Kapitel das Wort, genau das gleiche Wort gebraucht, was für den Vorgang des Zungenredens gebraucht wird. Er hörte das Wort und das Wort in seiner Hand, er sprach jetzt etwas, was er hörte. Er sprach es aus, weil der Heilige Geist es in ihm wirkte. Im ersten Kapitel ist ein Schriftgelehrter zugange, ein ganz lausiger. Denn die Auslegung dieser zwei Psalmworte sind eine Akrobatik, wie sie im Bilderbuch steht. Also so eine komische Auslegung, was der aus den Psalmworten da herauspresst, da muss man sich nur noch wundern, Petrus, wo hast du das gelernt? Das hat mit einer Exegese nun nicht im geringsten was zu tun. An jeder kleinsten Bibelschule würde man besser was lernen. Im zweiten Kapitel bringt Apostel Petrus eine wunderbare Auslegung. Sie ist so exakt, sie ist so richtig, sie ist absolut bibeltreu, sie ist absolut fundiert. Das ist eine klasse Exegese. Im ersten Kapitel ist ein religiöser Typ zugange, der auch Worte spricht, aber er hat die Gabe des Redens göttlicher Worte nicht. Im zweiten Kapitel ist ein ganz anderer Mensch zugange. Der gleiche Petrus, aber jetzt ist der Geist Gottes in sein Leben gekommen und wirkt in ihm die Gabe des Redens göttlicher Worte. Und er predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Das ist der Unterschied. Der eine jagt Buchstaben, der andere spricht im Geist. Und ich möchte uns allen wünschen, dass wir in unseren Gemeinden diesen Unterschied sehen. Sicherlich gibt es auch eine ganze Reihe von Gefahren für diese Fähigkeit. Wenn Leute sich vom Geist Gottes beschenken lassen und wenn sie diese Gabe haben, dann besteht oft die große Gefahr, dass sie auf einmal sich verlieren und glauben, dass alles, was sie jetzt in ihrem Kopf hören, dass alles, was sie jetzt irgendwo bekommen, dass das das Nonplusultra ist. Dass sie jetzt praktisch immer nur, wie der Papst in Rom, ex cathedra sprechen. Ex cathedra heißt, wenn der Papst ex cathedra spricht, da hat er eine Enzyklika gesprochen. Da muss die gesamte Kirche genau das tun, was er sagt, denn hier spricht Gott. Die Gefahr bei Menschen mit der Gabe des Redens göttlicher Worte besteht darin, dass sie oft vergessen, dass sie immer noch Menschen sind. Und dass der Vorgang des Beschenktwerdens von Gott selbst kommen muss und dass der Maßstab für das, was wir reden, die Schrift ist. Und nichts sonst. Nicht unsere Theologie. Wir bauen keine Gemeinde auf biblischen Nebenwegen, weil es so ein Ding gar nicht gibt. Wir bauen Gemeinde auf der Schrift, auf der Lehre der Apostel und Propheten. Da bauen wir Gemeinde. Und so entsteht auch das Reden in Vollmacht, das Reden in Kraft, das Reden in der Macht Gottes. Wo brauchen wir eine solche Begabung? Wir brauchen sie an vielen Stellen. Die Prediger brauchen es, aber auch Seelsorger. Seelsorger. Es ist enorm, was passiert, wenn du in der Seelsorge, mitten in der Seelsorge, auf einmal ein Wort Gottes bekommst und dann sagst du, manchmal weiß ich gar nicht, was da steht, da sage ich, hör mal zu, warte mal einen Augenblick, ich habe den Gedanken, ich sollte dir ein Wort lesen. Ich weiß nicht, was da steht. Darf ich das mal kurz lesen? Und dann lese ich das und dann bricht der Mensch hier und auf der Stelle zusammen.
weil es Gottes Wort in sein Herz ist. In der Seelsorge enorm wichtig. In der Predigt enorm wichtig. In der Lösung unserer Gemeindeprobleme enorm wichtig. Ja? Reden, was Gott uns sagen will. Und dann wissen wir, es hat Gott geredet. Im Lobpreis, nicht? Wir preisen